Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead or Alive Extreme 2. Ja, Dead or Alive Extreme 2, nicht 3. Ich hatte zwar mal gesagt, ja, ich mache Dead or Alive Extreme 3 jetzt nur noch. Aber ich dachte mir, ja, Dead or Alive Extreme 3 ist dann doch... Es ist witzig, aber der zweite Teil ist noch ein bisschen witziger. Deswegen lasse ich beide so nebenher laufen. Also jetzt nicht, dass jetzt nur noch die beiden Projekte kommen. Natürlich kommen die Folgen dann, die Folgen halt dann nur, wenn ich wirklich der Meinung bin, jetzt bringe ich wieder eine Folge, weil so zwei, drei Folgen am jeden Tag oder was, in der Woche so zwei, drei Folgen ist dann schon wieder ein bisschen viel. Maximal würde ich sagen, eine Folge die Woche von entweder von Dead or Alive Extreme 2 oder 3, je nachdem. Momentan mache ich jetzt noch 2 jetzt wieder, also was heißt nicht momentan, aber jetzt, in dem Moment mache ich jetzt eine Folge Extreme 2. Vielleicht nehme ich irgendwann jetzt im Laufe der nächsten Tage nochmal noch Dead or Alive Extreme 3 auf. Mal gucken. Weil da müssen wir erstmal noch wenigstens mit unserem ersten Kandidat fertig werden. Wie lange das wie gesagt geht, das ist halt jetzt, es entscheidet sich halt, wie lange es halt noch ankommt, auf gut Deutsch gesagt. Allerdings, wie gesagt, werde ich das so handhaben, dass ich es halt nicht so überstrapaziere, dass es halt nur jetzt Dead or Alive Extreme gibt, sondern es wird halt Dead or Alive Extreme mal zwischendurch mal geben. Entschuldigung. So, ja. Ansonsten würde ich jetzt sagen, gucken wir mal, wen wir jetzt hier wählen können. Wen wählen wir mal? Im letzten Mal hatten wir Lisa gehabt. Ich wäre ganz stark dafür, dass wir es halt nicht nochmal nehmen. Das wäre ja ein bisschen fies, wäre ein bisschen doof, weil das macht keinen Sinn. Ich wollte einfach mal jemand anders nehmen. Ich würde sagen, ich schwanke noch ein bisschen zwischen der Französin und vielleicht sogar Ayane. Also hier, unser Fräulein Helena oder Ayane. Wobei ich noch ein bisschen mehr zu Ayane tendiere. Aber wir haben ja noch Christy, wir haben noch Kokoro. Ich könnte ja einen minimalen Skandal auslösen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass genau derjenige, den ich jetzt gerade denke, sage ich jetzt mal, sich das Video angucken wird. Glaube ich eher weniger, deswegen. Ich bin mir nicht so sicher, deswegen. Ich würde sagen. Hitomi ist immer nicht. Also Hitomi auf jeden Fall nicht. Nicht, weil ich sie nicht mag oder so, oder weil sie deutsch ist, sondern einfach weil. Die hebe ich mir für irgendwann mal später auf, vielleicht mal. Ich würde sagen. Ja, Helena könnten wir eigentlich auch mal nehmen. Wir könnten Helena nehmen, wir könnten Hitomi nehmen, wir könnten Kokoro nehmen, wir könnten eigentlich jede nehmen. Wir könnten jede haben. Ich meine. Wir nehmen unsere liebe, nette Französin, die gerne mit dem Hund rausgeht und gerne Blank Manga ist, was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Ja, übrigens habe ich das Spiel auf Englisch gestellt, weil ich das jetzt so eher gewohnt bin vom dritten Teil her, deswegen habe ich das Spiel auf Englisch gestellt. Ja. Ich könnte jetzt die Hülle nehmen und gucken, was Blank Manga eigentlich ist, Manga ist, aber das soll mir relativ egal sein. Wir nehmen unsere liebe nette Französin. Punkt. Sweet 16 würde jetzt laufen, wenn Musik laufen würde, aber die habe ich extra ausgemacht. あの男と約束して来てみたのはいいけれど、暑い。初めての南国、感動です。誰か一緒に回ってくれる人はいないかな。よろしくお願いします。 Fängt ja gut an. Oh Mann. Besser hätte ich es gar nicht, hätten wir es gar nicht treffen können.
Besser hätte man es gar nicht treffen können. Schnauze, Play Xbox. Oh Mann. Die, die ich nicht nehmen wollte, weil... Damit... Damit der Herr Enigma nicht wieder was zu labern hat. Ich nehme sie extra nicht, damit ich mir nicht sowas wieder anhören muss. Und was passiert? Ja, ich krieg sie als Partnerin. Ich krieg zu viel. Ja, was soll man dazu noch sagen? Die, die es jetzt nicht verstehen. Ja, naja, ich würde sagen, geht. Ich würde jetzt sagen, geht mal auf meinem Nightcore-Kanal vorbei. Findet ihr in im Kanal unter meinem Nightcore-Kanal oder irgend sowas bei den Links oder so. Oder sucht einfach nach World Champ Mixes. Ihr werdet ein Video finden, was naja, die ganze Situation ins Rollen gebracht hatte. Worauf er jetzt öfters mal immer wieder rumhackt. Ich habe nämlich ein Pool Dance Video hochgeladen von Kokoro. Die bekanntlich ja, naja, was war es, glaube ich, noch, naja, minderjährig kann man nicht sagen. Irgendwie 17 oder 18, irgendwas war das, 17 oder 18, hat er erzählt, darauf reitet er immer wieder gerne rum, wenn allerdings. Ach ja, besser hätte ich es gar nicht treffen können. Ich würde sagen, bevor wir hier überhaupt irgendwas machen, schmeißen wir den Kokoro wieder raus. Nein, Spaß beiseite. Gerade jetzt, das kann schön lustig werden jetzt. Ach ja, von mir aus. Mir soll es egal sein. Wir hören sowieso nichts. Songtitel-Display aus. Genau, wunderbar. Naja, ich würde gerne die Musik abspielen lassen, aber naja, wie gesagt, das habe ich ja damals schon erklärt, warum ich es eben nicht mache. Da die Musik ein leider sehr viel Copyright-gebergeschütztes Material beinhaltet, deswegen muss ich das weglassen. Und damit ich da keine wirklichen Probleme kriege, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit einem Volleyballspiel an, und zwar gegen die zwei Geschwister. Kazumi und Ayane. Naja, wie gesagt, besser hätte ich es gar nicht treffen können. Das Spiel, entweder hasst mich das Spiel bis aufs Messer, bis aufs Blut, oder es dachte sich, ja, das könnte die perfekte Mischung sein. So, jetzt müssen wir mal die Steuerung angucken. Ja. B passen. Und halt A ist halt drüber donnern. Also, rüber. Es fängt ja gut an. Genau. Zeig den französischen Sportsgeist, Elena. Bo Sportsgeist, Helena. So wollte ich das ausdrücken. Egal. Elena war jemand ganz anderes. Wer Grandia 2 bei mir noch kennt, das ist Elena. Christian, nicht schlafen. Da hoppeln gerade vier Mädels vor deiner Nase rum. Wie kannst du da schlafen? Und vor allem vier Mädels in Bikini, also wie kannst du da schlafen?
Geht doch. Warum nicht gleich so? Ja, irgendwas. Ich brauche irgendwas zu kommentieren. Ich muss hier irgendwie wieder. Ich brauche Witz in dieses Projekt, weil sonst bringt mir das Projekt. Sonst bringt mir dieses Projekt im Endeffekt nicht viel. Weil das ist eigentlich relativ langweilig. Das heißt, das Spiel ist langweilig. Man macht halt immer dasselbe. Deswegen muss man irgendwas, was man labern kann. Ach mein, Kokoro. Na gut, kannst du nichts dafür. Die sind einfach so gut da drüben. Die sind ein eingeschleichtes Team. Die Chemie, die stimmt da drüben einfach. Wo ich gerade drüber nachdenke, was ich gerade sehe, gibt es eigentlich ein normales Volleyballspiel für, also so, normal, so wie FIFA oder so ähnlich, nur halt eben für Typ Volleyball, also was für von Sportart Volleyball? Würde mich mal interessieren. Normal, also stinknormal Volleyball natürlich, nicht halt hier Beachvolleyball oder so ähnlich, sondern einfach nur stinknormal. Ja, yeah, genau. Das würde mich nicht mal brennend interessieren. Ich bin letztens halt wieder auf so einem Trip, dass ich Sportspiele probiere. Ich habe letztens die Demo von FIFA probiert, FIFA 16, glaube ich. Ja, dann habe ich PS 13, was glaube ich, probiert. Ganz nett, sage ich jetzt mal, aber ich komme halt mit den ganzen. Prinzip nicht mehr so klar, was Bälle abnehmen geht und so weiter. Dann hatte ich, glaube ich, nee, gut, nee, vorher hatte ich NBA probiert gehabt. NBA 2K 16, glaube ich. Was es kostenlos gab im PSN? Über PlayStation Plus. Wie gesagt, dann war es FIFA. Dann hatte ich heute mal ausprobiert, oder beziehungsweise in dem Fall war es gestern, beziehungsweise, wo ihr das seht, war es wahrscheinlich schon eine Woche her, hatte ich Handball probiert. Ich habe mir das neueste Handballspiel geholt, was ich nach einer Stunde wieder in die Ecke geschmissen habe, weil ich es noch weniger probiert habe als NBA, weil es nicht mal einen Tutorial-Modus hatte. Aber das tut nichts zur Sache, darum geht es jetzt nicht, sondern ich würde sagen, Elena, tu uns mal einen Gefallen. Rest a little, genau. Ruh dich ein bisschen aus. Mon de. Französischer Akzent. Finde ich schön, dass sie das mit eingebunden haben, dass der teils Französisch im. Allerdings steht im Untertitel. Das ist schön. So viel Innovation hätte ich von dem Spiel gar nicht erwartet. Ja gut, was will man sich aufs Gameplay konzentrieren? Dann kann man sich auf andere Sachen konzentrieren, die halt eher, weil Gameplay ist ja im Sinne nicht wirklich viel gut Deutsch gesagt. Ich wäre eigentlich mal für einen neuen Bikini für unsere Helena. Naja, wackel nur. Leave the pool. Guck mal, was der Sportshop schon schönes im Angebot hat. An Bikinis. So, guck mal. Na komm, zeig an. Kann ich mir zwar. Ach du Scheiße, das ist doch kein Bikini, das ist Reizwäsche, aber kein Bikini, aber okay. Gut, du Scheiße. Das hätte ich ihr gerne gegeben jetzt. Aber naja, gut. Kann ich mir nicht leisten. Naja, das trägt sie ja schon. Das brauche ich nicht.
Das ist immer Reizwäsche. Das ist ganz gut, aber das kostet so viel. Ach komm, wir gönnen uns einfach mal. Nein. Wir gönnen uns einfach mal, würde ich sagen. Das kann ich mir gerade leisten, aber ich brauche es mal nicht, weil die Wasserrutsche ist genau das, was ich mir am wenigsten kann. Volleybälle könnte ich zwar auch kaufen. Etwas, was passend zu Helena wäre, aber das haben wir ja in dem Fall nicht. Wäre so ein Ball in französischen Flaggen. Also in französischen Farben, so stimmt's. Aber das haben wir leider nicht. Das können wir leider nicht. Das können wir leider nicht die nennen. Natürlich wollen wir ihn gleich anziehen. Put on! Wollen wir ihn gleich mal austesten oder so. Machen wir eine Runde Relax. Wobei das ein bisschen komisch da unten aussieht auf dem Bild. Das sieht eher aus wie, als wäre da der Strand unter Wasser. Relaxe mal eine Runde, genau. Wir machen jetzt keine Fußball hier in dem Fall bringt das, sondern erstens bringt es in dem Fall uns nichts und zweitens, naja, ist die Kamera hier noch beschissener, was Steuerung angeht. Deswegen lassen wir es einfach so durchgehen. Unsere Helena, die macht das schon. Hui. Oh, glitscht, durchgeglitscht. Da ist einfach mal Rockteil da, oder was weiß ich, Bikini-Teil da durch dich durchglitscht. Ja, wie gesagt, ich bin gerade wieder probiert, aber am Laufen Sport spielen. Da war, wie gesagt, das letzte Mal war ich halt bei Handball 16, hieß es. Handball 16 heißt das. Oder 16. Handball 16. Mag Lizenzen haben, denke ich mal, wird es haben, aber mehr aber auch nicht, weil es hat nun wirklich. Wirklich kein Trainingsmodus oder wirklich so ein Modus, wo du sagen kannst, jetzt übe ich erstmal die Sachen, die ich überhaupt nicht kannte. Oh, ein Geschenk von Zack. Das sieht doch nach einem Bikini aus. Ein Geschenk von Zack. So, was habe ich hier drin? Open the door. Eine Harfe. Wie passt die zu Ella? Die müssten wir ausrüsten können. Dass sie dann irgendwie, wenn du die ausgerüstet hast, dass die, wenn du irgendwo, sag mal, relaxed oder so ähnlich, dass sie dann halt sitzt und Harfe spielt. Oder von mir aus unter Wasser und mit der Harfe spielt. Das irgendwie, wie fehlt bei den Spielen ein bisschen die Einbindung der Gegenstände, die da vorhanden sind. Dass du da irgendwie so Szenen noch rauskitzeln kannst aus dem Spiel. Das wäre passend gewesen, aber irgendwie. Was ist das? Du willst mir doch nicht etwas sagen, was soll ich Helena anziehen? Helena anziehen. Ein Katzenoutfit. Nein, das ziehe ich ihr garantiert nicht an. Es kommt in meine Collection von mir aus. Danke. Wie gesagt, das ist ein Bild der Gegenstände. Es gibt so viele schöne Gegenstände, die, wo du sagen kannst, die könnten eine schöne Animation auslösen. Oder was heißt Animation? So eine schöne Szene auslösen. Ob nur mit anderen zusammen oder alleine. Das ist einmal dahingestellt. Zum Beispiel so eine Xbox, dass man dann irgendwie eine Hotelszene hat, zum Beispiel, dass sie dann halt sitzen und Xbox spielen oder so ähnlich, zum Beispiel. Oder halt, keine Ahnung, du hast diesen. Keine Ahnung, was gibt's da? Gibt's. So ein Spielzeug-Hubschrauber, glaube ich, gibt's auch, bin mir nicht ganz sicher. Also, was dann, wo die dann halt in der Szene hat, mit dem Controller da sitzt, da steht oder so ähnlich und das Ding da steuert. Oder irgend sowas. Ideen.
das sind so Szenen, die hätte freischalten können. Sagen können. Das sind so Szenen, die du halt freischalten kannst und fertig. Die dann, ja gut, diese Funktion, diese Szenen im Nachhinein nochmal anzugucken, fehlen sowieso in dem Spiel. Das hast du, da haben sie im Vorgänger besser gemacht. Die Möglichkeit hast du dann im Nachhinein irgendwann, glaube ich, noch, die Szenen nochmal anzugucken. Also, so Sachen, die auch eben die Originalspiele halt auch gemacht haben, zum Beispiel. Du hast zum Beispiel Dead or Alive 5, Last Round, oder Dead or Alive 5 im Allgemeinen, konntest du die Sieg und die Siegposen, die Verliererposen von jedem Charakter komplett ansehen, diese auf einen anderen übertragen, dass sie ein anderer macht. Die Möglichkeiten, die fehlen, finde ich, bei der Extreme-Reihe, finde ich irgendwo. Aber wir wollen ja nicht darüber diskutieren. Leider Gottes ist halt eben das Spiel eben nur darauf aus. Guck mal, da sind Frauen im Bikini, da wackeln die Brüste. Fertig ist. Und mit einer besseren Kamerasteuerung wäre wahrscheinlich auch das Fotografieren viel witziger und interessanter. Aber wir wollen ja nicht meckern, sondern spielen. Also würde ich sagen, go to the bed! Today was a good day. Ja, das stimmt, hast recht. Heute war ein schöner Tag. Bis auf die Tatsache, oder heißt, gestern war ein schöner Tag. Bis auf die Tatsache, eben, dass mich dieses Handballspiel so dermaßen aufgeregt hat. Also ich habe, glaube ich, wie viele Spiele habe ich gespielt? Ich habe erst eine Saison gestartet, weil ich nicht wusste, wie man ein normales Standard oder so ein normales Einzelmatch-Freundschaftsspiel machen kann. Ich habe eine Saison gestartet und habe da quasi erst einmal, ich glaube, 5, 6 Spiele am Stück verloren. Mit, keine Ahnung, fast zu null. Ich habe immer nur 1, 2 Tore gemacht. Geschossen kann man ja nicht sagen. Geworfen. Ja, ich spiele noch eine Runde Volleyball. Dazu ist es ja da, wa? Ja, wie gesagt, das war. Ja, es ist ekelhaft, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast keinen Schwierigkeitsgrad, du hast kein Tutorial, was du machen kannst, um zu sagen, ja, so funktioniert's. Ich weiß nicht. Das Doofe an der ganzen Geschichte ist ja auch noch, du zahlst Vollpreis für dieses Spiel. Vollpreis. Also vor zu Release hat es, glaube ich, 60, 70 € gekostet. Ich habe es jetzt für. Es tut gerade schon weh. 55 € geholt. Sage und schreibe 55 € für ein Handballspiel, was keinen Inhalt bietet, außer einem Karrieremodus, wo du deine eigenen Spieler erstellen kannst. Einen Saisonmodus, wo du eine Saison spielen kannst. Wo du ein bisschen online spielen kannst und halt ein Freundschaftsspiel machen kannst. Das war's. Du hast nichts, du hast keinen Inhalt wirklich. Da bietet selbst ein FIFA weitaus mehr Inhalt. Ich könnte mich jetzt schon dann über das Spiel aufregen. Weil ich habe das nämlich in der Intention gekauft, von wegen so, ja, ich bringe jetzt endlich mal ein anderes Sportspiel als Wrestling auf meinem Kanal. Wollte ich sagen, versuche ich mal mit der Karriere als Handballspieler. Ich habe darüber gelesen, man kann seine eigenen Spiele erstellen, mit denen dann quasi aufsteigen und so weiter. Da dachte ich mir, ja, das habe ich mir so schön cool vorgestellt. Und dann, naja, dann habe ich es ausprobiert, das Spiel, und dachte mir so, weil habe ich noch überlegt, kaufst du dir lieber UFC oder kaufst du dir Handball? Ich wollte nicht noch ein zweites Prügelspiel holen, sage ich jetzt mal, in dem Sinne vom Art Wrestling oder so, sondern einfach, weil ich mir dachte, du, ja, UFC, kommst du damit klar, kommst du damit nicht klar, lässt es bleiben? Ah ja, dann habe ich mir Handball geholt und das habe ich bereut. Ich bereue es immer noch und es regt so auf.
Vor allem, wenn es nur 30 Euro kostet, hätte ich jetzt nichts gesagt. Da hätte ich jetzt, ja, okay. Aber es hat ja scheiße nochmal 55 Euro gekostet. Und gut, du könntest jetzt sagen, hättest du dich mal ein bisschen mehr informiert. Ja, habe ich auch teilweise. Aber meistens, ich habe ja auch die Rezension durchgelesen. Aber das Problem ist, meistens gebe ich mir aber darauf nicht so viel. Weil manchmal schreiben die Leute auch nur Blödsinn, damit sie irgendwas kritisieren können. Aber leider waren in dem Fall die meisten Kritiken wahr. Na gut. Aber darüber wollen wir uns nicht aufregen. Ich habe das Spiel nun mal jetzt und das ist halt so. Ich habe das Spiel, es ist scheiße, ich empfehle es keinen. Punkt. Vielleicht mache ich mal ein Gameplay davon und dann zeige ich euch mal, wie scheiße das doch eigentlich ist. Aber ich glaube nicht, dann rege ich mich darüber auf und dann kommen die Leute disliken. Du hast das keine Ahnung. Ja, wir haben übrigens verloren, ja. Ich würde sagen, kann man irgendwie... Bud Battle würde ich jetzt... Machen wir ein Bud Battle, genau. Machen wir ein Bud Battle. Wie gesagt, ich bin auf der Suche nach ein paar Sportspielen. Ich hatte mir aber überlegt, weil... Weil PES hatte ich mir ja... PES hatte ich mir ja von meinem Bruder ausgeliehen. Für die PlayStation 3. Und... Yeah. Und die anderen Sachen, FIFA und so, habe ich nur als Demo gehabt. Du bist eine kleine... Du fetter Arsch, du... Aua. So fett ist dein Arsch gar nicht. Trotzdem haust du mich hier um. Fräulein. Wie sagt man so schön, dabei sein ist alles. Jetzt noch eine Runde Beachvolleyball. Oh, meine Nase juckt. Sind so die Nachwirkungen einer Erkältung. Das ist nicht gut. Nase juckt. Ja, komm. Komm, Mädels. Sehr schön, so will ich das doch sehen. Das muss ich noch üben. Das muss ich noch üben. Warum gehst du nicht vor? Du bist eine blöde. Nee, bist du nicht. Schaffen wir schon. Ich schaffe mir zwar eh nicht, aber ja gut. Egal. Geht doch. That's the way. Who you think you are? Aua. Hey, hast du gut gemacht. Coco, hast du gut gemacht. Ich nehme dich immer als Partnerin beim Volleyball. Super. Wo wir gerade dabei sind, wo wir gerade bei Features von dem Spiel waren, das Feature fehlt mir auch irgendwie. Dass du hier einfach nur so Volleyballspiele machen kannst, dass du sagen kannst, ich wähle jetzt den und den. Oder es sind immer zwei gegen zwei Sachen. Dass du sagst, okay, ich... So, ich mache jetzt so eine Art wie beim Fußball, so ein Freundschaftsspiel, sage ich jetzt mal. Ich wähle jetzt Hitomi und keine Ahnung, Helena gegen Tina und Kokoro zum Beispiel. Und dann spielst du einfach nur ein einfaches Volleyballspiel, bis du hier deine Punkte hast und dann machst du das. Dann kannst du das entweder wiederholen oder ist vorbei. Du machst was anderes.
sowas fehlt, oder diese Minispiele einfach mal, die es hier gibt. Einfach mal so. Das sind nicht unbedingt die Story-Spiele, muss man einfach so zwischendurch spielen, einfach mal machen kannst. Sei es zum Üben oder was weiß ich was. Es hätte so viel Schönes werden, genau. Im Grunde ist es ist weniger Content, als es hätte eigentlich haben können, sage ich mal so. Ich meine, gut, man könnte jetzt sagen, die Ideen kann jeder haben, nur umsetzen muss man sie erstmal. Die Frage ist halt nur, hätten sie das so umsetzen können, der Entwickler? Das ist halt die Frage. Aber ich denke mal, möglich wäre es natürlich gewesen, denke ich mal. Weil zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rausgegangen, gab es schon Spiele, die haben weitaus mehr in ihre Spiele reingepackt, als eben nur ein, zwei Sachen. Gut, die Frage ist halt nur, hätte es dann Einbüße in der Performance gegeben bezüglich Grafik, weil die Grafik so recht, naja, was heißt hoch ist, also es gibt schon grafisch schlechtere Spiele, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, es ist halt immer die Frage, wenn die es so gemacht hätten, wie wäre es dann am Ende geworden, das Spiel? Hätte es dann ein Performance-Einbüße gegeben, hätte es das gegeben, wäre das gewesen? Das hätte alles Mögliche sein können, aber im Endeffekt ist das Spiel so geworden, wie es ist, und dann kann man es nun mal nicht ändern. Ach, ja, haben wir halt verloren. Scheiß drauf. Wir spielen ja nicht um zu gewinnen, sondern wir spielen einfach das, was wir fanden. Out of the dark, in the dark, in the dark. Jetzt habe ich gerade Falco angestimmt. Nee, also wie gesagt, man könnte jetzt philosophieren, das Spiel hätte so und so sein können, das Spiel hätte so und so sein können. Man hat selber als Spieler selber Ideen, wie es hätte sein können, das Spiel. Die Frage ist halt am Ende nur, wäre halt die Umsetzung wirklich möglich gewesen, im Sinne von, hätte es da irgendwelche Einbüße gegeben, hätte das die Konsole geschafft, hätte das die das geschafft, hätte es da, oder keine Ahnung, hätte das Probleme gegeben. Genauso könntest du sagen, warum hat es das Spiel nur auf der Xbox gegeben und warum gibt es jetzt Dead or Alive Extreme 3 auf der PlayStation 4? Das hat. Ich denke, gut, man kann sagen, das hat vielleicht lizenztechnische Gründe, weil Dead or Alive 4 kam ja auch bloß auf der Xbox 360 raus. Könnte lizenztechnische Gründe gehabt haben. Oder halt Verkaufsgründe, weil. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich kann es selber nicht einschätzen, ich habe davon nicht die Ahnung. Also ich bin kein Spieleentwickler, deswegen kann ich auch nicht einschätzen, warum ein Entwickler eben den Weg geht. Bei Lizenzgründen, dann muss man ja, kann man halt nicht anders gehen, dann kann man halt nur sagen, so, so. Aber. Wenn man halt eben die Wahl hätte, warum ist man dann nicht zum Beispiel auf der PlayStation geblieben? Weil. Ich kann mich entsinnen, die Dead or Alive-Reihe war an sich. Die normale Dead or Alive-Reihe, die war von Grund auf immer auf der PlayStation gewesen. Dead or Alive 1, 2, 3, 4. Entschuldigung. 1, 2, 3. 3. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch Ableger auf der normalen Xbox gab. Ich weiß nur, dass es die Extreme-Reihe schon immer auf der Xbox gab. Extreme 1, Beach Volleyball gab es auf der Xbox. Extreme 2 gab es auf der Xbox 360. Nur in dem Falle. Und halt Dead or Alive 4. An sich, normaler Dead or Alive 4 kam halt auf der Xbox 360 raus. Dead or Alive 5 kam dann wieder auf der PlayStation. Und auf der Xbox. Also quasi auf beiden Plattformen, auf gut Deutsch gesagt. Während Extreme 3 dann wieder nur auf der PlayStation erschienen ist. Beziehungsweise auf der PlayStation 4 und auf der PlayStation Vita. Die Frage ist halt immer, welche Gründe hat das? In Japan kann man jetzt als Begründung nehmen, weil das Spiel kommt ja aus Japan, beziehungsweise aus Asien. Da ist halt die PlayStation beliebter.
bei uns ist halt eben beides irgendwo. Und ich denke mal, die Frage ist halt, wo ist halt nun, wo kann man nun was zuordnen? Ich denke mal, in den USA wird die Xbox Priorität eher haben. In den USA die Xbox, in der, jetzt mal als Beispiel, oder in der PC, der PC ist allgemein irgendwo. In Asien und Japan ist die PlayStation hier das große Tier. Und hier bei uns ist es so eine Mischung aus beiden irgendwo. Das ist halt jetzt die Frage. Das ist halt irgendwie. In meiner Ansicht kann es mir persönlich ja egal sein, weil ich will ja nicht angeben, aber ich habe ja alle. Ich bin immer so der Typ, der lieber von jeder Konsole, von jedem Entwickler, sag ich mal, eine Konsole hat, als heißt Microsoft, Sony und Nintendo. In dem Fall, gut, Nintendo hat ja von der Dead or Alive-Reihe so gut wie nie was gesehen. Ich glaube aber auch, das hat seine Gründe. Weil das ist, glaube ich, und ich glaube auch nicht, dass das Nintendo zugelassen hätte. Mit ihrer kinderfreundlichen Politik. Aber darüber wollen wir nicht diskutieren. Nintendo hat ihre eigenen Spielreihen, diese, die auch alle ihren eigenen Reiz haben. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Weil das, darüber will ich ja nicht diskutieren. Das hatte ich in der Dings schon gehabt. Das reicht völlig. Nintendo hat halt ihre Reihen und halt die anderen beiden haben halt ihre Spiele, die sie vertreiben. Ja. Ich würde sagen, ich mache erstmal hier einen Cut, weil sonst werde ich nie fertig. Sonst wir haben es schon wieder viel zu spät. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Das Thema am Ende, was ich gerade hatte. Ja, wie gesagt, die haben halt alle ihre eigenen Reihen. Ich denke mal, jede Konsole hat irgendwo auf dem Kontinent den höheren Reiz, sage ich jetzt mal. Weil wenn ich so Sachen aus den USA sehe oder so, dann ist es meistens Xbox. Das sagt mir eigentlich schon aus, dass da drüben die Microsoft das höhere Tier ist, auf gut Deutsch gesagt. Sony ist auch kein kleines Tier dort, aber ich denke, eine Microsoft ist da noch ein bisschen weiter vorne. In Japan, wie gesagt, ist es Sony, vielleicht auch noch meistens größtenteils Nintendo. Hier bei uns ist es halt ziemlich, also in Europa an sich ist es ein buntes Durcheinander, würde ich sagen. So teilt alle drei Ocean, die sind alle, ich meine, an sich sind sie alle drei überall vertreten. Sonst gäbe es ja keine Spiele in den Ländern. Dann würden sie ja sagen, ja, das würde zum Beispiel Nintendo sagen, warum soll ich ein Spiel in den USA veröffentlichen, wenn da sowieso keiner eine Wii U hat oder eine Wii, eine Nintendo-Konsole? Also von daher. Vertreten sind sie natürlich überall. Es werden auch alle irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben und das ist auch gut so. Also von daher wollen wir das Thema jetzt aber hier eigentlich machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.